aus dem Lukas-Evangelium. Das ganze Volk, das Johannes hörte, und selbst die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich mit der Taufe des Johannes taufen. Ein wunderbares Geschehen. Nicht nur die Taufe damals, von der berichtet wird im Lukas-Evangelium, sondern eine Taufe als solches schlechthin. Ein Getaufter ist für mich jemand, der beeinflusst, der nichts für diese Beeinflussung nimmt, der sich nicht dafür bezahlen lässt. Einer, der nicht staut, der dieses Wasser nicht aufstaut, um irgendetwas Schlimmes zu tun. Und auch keiner, der aussteigt. Ein Getaufter beeinflusst mit dem, worin er sich kundig gemacht hat. Er beeinflusst Menschen, er schenkt ihnen Wasser, er gibt ihnen Wasser an die Wurzeln ihres Lebens, an die Wurzeln ihres Glaubens. Er ist unterwegs, um zu fließen und um diesen Fluss niemals aufzuhalten, sondern in Bewegung zu halten, damit Wachstum geschieht, damit diesem Wasser, ja, aus diesem Wasser auch etwas geboren werden kann. Ich finde das eine schöne Erklärung von Taufe. Der Taufe zu folgen, sich zurückzuerinnern an seine eigene Taufe, ob das Wasser schal geworden ist, ob es abgestanden ist, ob dieses Wasser noch fließt, andere beeinflussen kann, mich selbst beeinflussen kann und in diesem Fluss eben überall auch hinkommt, ja, wo Menschen dieses Wasser brauchen, Leben haben von diesem Wasser und eben auch existieren können und noch nicht verdurstet sind. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich Sie in einer guten Erinnerung an Ihre Taufe. Amen.